So, die Kamerafahrt ist vorbei. Ich denke mal hier, weiter geht's nicht. Ich finde es trotzdem nett. Was steht denn da eigentlich drauf? Steht da selber drauf wie bei dem anderen letztens? Na komm, lass mich mal zoomen. Ja, man sieht sehr viel, was drauf steht. Okay, gibt es hier vielleicht noch irgendwie einen Weg oder irgendwas? Nein. Okay, das war es dann anscheinend. Ach, schön. Man soll sich immer mal eine Auszeit gönnen, ne? Auch du, lieber Zuschauer, gönn dir mal eine Auszeit. Generell. Oh, wo geht's denn hier lang? Oh, hallo. Ich weiß nicht, was die Nachbarn da unten treiben. Ich höre immer wieder Geräusche von Kreissägen und Hämmern. Was? Okay. Randale! Hä? Das war jetzt alles? Dafür sind wir jetzt hier hoch? Nee, oder? Da hoch können wir nicht hüpfen. Jetzt macht die Katze keine Anstalten. Moment. Okay. Paletten. Ein Tisch. Hm. Okay. Okay, das scheint es gewesen zu sein. An der Tür klopfen. Na gut. Komm hier runter? Nee. Mein Weg wieder nach unten finden. Moment. Hier waren wir doch noch gar nicht. Aber hier geht's auch nicht weiter. Okidoki, Mr. Joki. So, dahin, da lang. Da kommen wir nicht hin, ne? Nee. Man muss es ja austesten. Ich reize es gerne aus. Apropos. Außer. Nee, hier hoch kann man nicht. Okay. Hier kann man jetzt runter, ne? Okay. Das blaue Licht war jetzt so mit der Palette und dem Tisch. War jetzt so mein Anhaltspunkt. Für das... Also das blaue Licht war so ein bisschen mein Anhaltspunkt für... Moment. Wir hatten doch noch blaues Licht hier hinten irgendwo. Da? Das ist der mit der Bomberjacke. Wisst ihr das? Genau. Bomberjacke, Goldkette, das ist der, den hatte ich jetzt im Verdacht. Aber wir hatten hier noch irgendwo... Nee, das war jetzt die Sackgasse, von der wir kommen. Die Sackgasse, die Gasse. Nee. Verdammt, wo hatte ich denn das? Vielleicht irre ich mich gerade auch mit dem blauen Licht. Oh, die haben den abgeführt, der ist nicht mehr hier. Aber... Das Geräusch von der Drohne ist noch hier. Okay. Irgendwie komisch. Moment. Warte mal. Ach, okay. Nee, nee, nee. Okay, alles klar. Ich habe mich getäuscht. Ich habe mich getäuscht. Alles gut. Dann gehen wir wieder zurück. Gut. Entschuldigung. Naja. Alter. Yeah. Slide. Lul. Mama. Da oben war nix. Halt, stopp. Warte mal. Da drüben, ne? Kommen wir wahrscheinlich später hin, wenn wir in die Fabrik kommen. In die Recyclingfabrik. Vielleicht ist es auch da. Ich weiß es nicht. Wir reden mal mit dem... Oh, da ist jetzt einer an der Tür. Guck mal. Da ist jetzt einer dran. Die festgenommene Person war nicht Clementine. Suche fortsetzen. Aber wir kommen trotzdem nicht durch die Tür. Da, warte. Verstanden.
Oh, wow. Toll. Geht immer noch nicht. Aber vielleicht später. Vielleicht später. Dann reden wir mal mit dem, wie hieß der nochmal? Bomberboy. Falsche Richtung. Der war hier hinten, ne? Hier? War der hier? Warum bin ich jetzt hier schon wieder gelandet? Moment. Das ist das Fenster aus dem Laden raus, ne? Ja, genau. Wird bestimmt noch später interessant. Hier ist er. Da ist er. Blazer. Ich hab zu tun, was willst du? Woher hast du das? Oh, du bist bei den mein Kontakt. Lass mich dich kurz über die Atombatterie aufklären. Die Batterie versorgt die Nekokorp-Fabrik hier, aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt und schicken jeden weg, der kein Arbeiter ist. Hier meine Idee. Besorge mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Haben wir schon. Haben wir schon. Machen wir gleich. Ich habe jetzt die Befürchtung, dass jedes Mal, wenn ich ein Event trigger, dass das Ding dann da aufgeht. Aber ja. Hey, ich habe da schon was für dich. Oh, den Arbeiterhelm haben wir noch nicht. Oh, den Helm haben wir noch nicht. Perfekt, die Jacke ist genau das, was wir brauchen. Ich brauche aber noch einen Arbeiterhelm. Hast du auch so einen gefunden? Noch nicht. Noch nicht. Warte mal, ein Arbeiterhelm. Wo kriegen wir den denn? Der hatte ja doch gerade einen Helm auf, der Holotyp. Oh, der Laden ist offen. Oh, guck mal. Ich warte schon seit Ewigkeiten darauf, dass Stublatsch zurückkommt und mir hilft, diese Hüte wieder aufzustocken. Der Chef ist nicht begeistert. Wenn der Kerl wieder in der Bar rumhängt, kann er was erleben. Und was mit ihm jetzt? Hator! Niemand kann den Laden betreten, während er wieder aufgestockt wird. Und da die beiden so inkompetent sind, könnte es eine Weile dauern. Oha! Ganz schön rabiat, der Tüte. Deswegen heißt er auch Hator. In der Bar. War das die Bar? Nein. Die Bar war doch hier. Das ist der Friseur? Hier ist die Bar. Was soll ich nur tun? Nein, das war nicht die Bar. Ach, mit dem Billard. Mit dem Billard. Billard. Hier, das ist die Bar. Katzenputt? Das ist er, ne? Sein Kopf ist übrigens falsch rum. nee, das ist er nicht. Mist, ich habe vergessen, wie der Name war. Ich frage jetzt einfach alle. Nemut? War es auch nicht, oder? Tonen? Er hier, ne? Nee. Hä? Wie war nochmal der Name von dem? Mist, ich habe vergessen, wie der heißt. Doch, Stublaschi. Stublaschi. Keine Ahnung, war der jetzt da drunter? Ich weiß es nicht. Ah, das hier ist definitiv die Bar. Das ist Ratzenputz. Mammut. Tonen. Das kann ja nur der hier sein, mit dem wir nicht reden können. Johnny? Was ist das heute, sein kleiner Herr? Unsere Welt? Kennen wir schon. Ist doch Stublaschi. Ist der das? Aber ich kann mit ihm nicht reden. Ich kann mit dem nicht reden. Gibt es noch eine andere Bar bestimmt? Stublaschi. Kroni, Kondi. Kundi.
Moment, wir sind doch eine Katze. Warum sollte uns das in irgendeiner Weise behindern? Aber wir können nicht einfach irgendwo reinkriechen, ne? Ich kann mir halt vorstellen, dass wir durch die Kiste reingetragen werden. Aber dafür brauchen wir Stublaci. Stublaci. Mede bene. Welcher ist denn das? Also hier nicht. In der Bar. Also, wenn es jetzt der Typ ist, mit dem wir nicht reden können, wäre das ganz schön bitter. Wenn das jetzt ein Bug wäre. Fällt aber tatsächlich keine andere Bar ein. Albert. Sojiro. Joe, Mojo. Mojo, jetzt verstehe ich's. Jenna, Simon, Miko. Boah, das ist jetzt aber ein bisschen rumgeeier, ne? Wer ist das? Pawdry, mit ihm können wir nicht reden hier. Das wollte ich gar nicht. Mit ihm können wir eigentlich schon als Vladi. Oder Vlade. Hier ist Sackgasse. Auch nichts versteckt oben. Der hier war es auch nicht. Elk. Der garantiert auch nicht. Ledok. Wollte nur mal kurz ein bisschen Liebe da lassen, wenn er schon hier so alleine rumsitzt. Können wir ihm auch ein bisschen Liebe schenken. Ah, warte mal. Hier hinten ist noch einer. Wer bist du? Bonobot. Moment, Bonobot, das war doch vorhin irgendwie ein Name, der in irgendeinem Text fiel. Och, bitter. Ey, wenn das jetzt der Typ ist, mit dem wir nicht reden können, dann würde ich ziemlich kotzen, um ehrlich zu sein. Gary? Naja, warum sollte es einer von denen sein? Es muss der in der Bar sein, ja. Also ich gehe mal davon aus, dass wir den zurückholen müssen. Damit die Sachen eingeräumt werden. Aber vielleicht müssen wir noch irgendwas. Müssen wir gar nicht direkt mit ihm reden. Sondern irgendwie interagieren. Können mit ihm nicht reden. Der ist aber neu. Der war vorhin nicht da. Na gut. Okay. Als ich noch vorhin gesagt habe, naja, wir können ja nichts machen. Da ist wohl einer weggenickt. Gut. Der war vorhin nicht da. Da darf man es mir nicht übel nehmen, dass ich da nicht nochmal geschaut habe. Bitte.
Da ist jemand sauer. Verständlich. So, jetzt lass mich rein. Nimm mich mit. Jawohl, ich wusste es. Merkt keiner, dass die Tür, dass die Packung mauzt. Okay. Die Musik. So wie so ein Dieb, aber erst noch. Was passiert, wenn wir einfach durch die Vordertür gehen? Müssen wir noch nach Secrets schauen? Mode Volume. Diese alten Rechner mit CD-ROM und Floppy-Laufwerk, ey. Oh. Okay. Okay, ich wollte gerade sagen, der stapelt die Kisten sehr in. Okay. Was passiert denn, wenn wir vorne durchgehen? Okay. Ah, okay. I see. Ah, okay. Stapelt er die Kisten jetzt wahrscheinlich in die hinein, ne? Oh nee, die werden wirklich gestapelt. Das ist ja cool. Ich würde jetzt gerne, also ich bin ganz ehrlich, wenn wir jetzt nicht MLP wären, würde ich jetzt hier warten und gucken, wie oft und wie hoch der die stapelt. Das würde mich voll interessieren, auch als aus Game Design technischen Gründen. Weil vielleicht wird dadurch uns ja dann ein Weg frei gemacht. Warte. Tatsächlich. Vielleicht wird uns dann ein Weg gemacht, dass wir irgendwo hin können. Aber nur sehe ich keine wirkliche. Nichts wirklich, was wir. Also was es uns bringen sollte, da hochzukommen. Okay. Ich bin gespannt. Der Wagen wird auch nicht wirklich leerer. Aber innen drin wird immer mehr gestapelt. Okay, wisst ihr was? Fürs Let's Play. Ich spule das dann vor. Ist mir egal. Bis gleich. Oh, das Brummen, ne? Ich stelle mich mal so. Okay, also, er stapelt nicht mehr höher, sondern es bleibt dabei. Die Stapelhöhe bleibt, man kann auch hier nichts mehr machen, nichts mit interagieren. Man muss es ja mal ausprobiert haben. Okay. Gut, wir haben den Helm. Ich würde sagen, gehen wir zu Blazer. Und gucken mal. Uns fehlen immer noch zwei Erinnerungen. An die kommen wir nicht ran. Und die haben wir. Also bei der hier habe ich wirklich gar keine Ahnung. Kein bisschen, wo es sein könnte. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ja, den habe ich. Hervorragend. Dieser Helm wird ausreichend. Ich ziehe mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen? Was? Die sind klasse. Ein bisschen eng an der Taille, aber es wird schon gehen. Okay, ich springe in die Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Warte. Wir haben gerade nochmal so eine Art Meilenstein. Ich will nochmal gucken, ob es nochmal irgendwie eine Möglichkeit gibt. Es hat sich nichts verändert. Gut. Keine Ahnung. Ich werde es dann ansonsten nach der Story nochmal versuchen oder nochmal ein bisschen rumgucken. Aber jetzt erstmal hüpfen wir in die Kiste. Thank you.
Okay. Okay, keiner reagiert auf uns so richtig. Okay. Dann gucken wir uns erstmal um, ne? Ist ja klar. Okay. Also, ich hätte jetzt irgendwie was anderes erwartet, als hier jetzt Recycling zu sehen, aber... Gut. Oh. Oh, da ist eine fliegende Drohne. Oh, lass mich raten, von denen dürfen wir nicht erwischt werden. Ah, okay, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Geht nur bis dahin, das ist schon mal gut. Die Musik ist voll cool. Oh, shit. Was? Kommt der hier rein? Nee. Okay, er scannt übers Wasser. Okay. Okay, also er scannt so ein bisschen übers Wasser und da hinten. Ich hätte mich aber auch hinter dem Stein mich verstecken können. Okay. Okay, ich muss wahrscheinlich da über die Dings hier hüpfen, ne? Jo. Vorbei. Okay. Das war knapp. Macht er? Hey, gut, dass du hier bist. Kannst du mir helfen? Ich habe in dieser dunklen und riesigen Fabrik die Schlüssel zu meiner Wohnung verloren. Die Wächter haben sich geweigert, mir zu helfen. Sie sagten nur, wenn du nirgendwo hingehen kannst, mehr Arbeit hier. Wenn du mir vielleicht helfen könntest, sie zu finden, wäre ich dir ewig dankbar. Das machen wir bestimmt. Er kann ja nichts dafür, dass die Wächter alle kacke sind. Irgendwo da unten anscheinend. Hm, finden wir schon. Halt. Achso, okay. Okay, da geht's rüber. Der Hebel macht das Tor wahrscheinlich auf. Okay, bevor wir aber das Tor aufmachen, gucken wir uns hier einmal um. Okay, wir können nicht runter. Okay, das können wir auch nicht. Hey. Knapp. Okay. Achso, ganz kurz, was ich mal gucken wollte. Okay, die Erinnerungen sind noch aktiv, also das zählt noch zu dem. Okay. Ich komme nicht zurück. Ach, hier war es. Über Le Pipe. Le Pipe. Okay. Aber runter kommen wir jetzt nicht, um den Typen zu helfen, ne? Oh. Ah, okay, ich sehe. Ich sehe schon, was wir machen müssen. Aber hier am Rand ist doch auch gut. Können wir mit ihm reden? Nein. Okay. Gut, dass die Robos so blöd sind. Oh!
Wir haben seine Schlüssel. Oh shit, wir müssen wieder zurück, ne? Oh damn. Oh fuck. Okay. Mhm. Oh shit. Okay. Deswegen war die Kiste hier. Okay. Warte mal, ganz kurz nochmal selber kurz. Es scheint, dass hier jemand seine Schlüssel verloren hat. Ja gut, okay. Gut, ich dachte, er sagt noch was Spezielleres. Unglaublich, du hast sie gefunden. Ich danke dir vielmals. Ich sitze schon viel zu lange auf Arbeit fest. Komm her. Ich habe etwas, das ich dir als Dankeschön geben kann. Ein Nego-Korb-Button. Cool, noch ein Button. Ey, Errungenschaft freigeschalten, Abzeichen. Haben wir jetzt alle Abzeichen, die es gibt? Gibt's nicht mehr? Moment, ich guck nochmal. Ist egal. Ich gehe mal davon aus, dass das bedeutet, dass wir alle Abzeichen jetzt haben. Finde ich nicht schlecht. Gibt Schlimmeres. Oh. Oh, oh, der ist jetzt ein bisschen aufgeregter und guckt sich jetzt ein bisschen mehr um anscheinend. Oh, bitter. Oh, das ist jetzt ja ein bisschen tricky. Jetzt müssen wir echt... Fuck. Uiuiuiui. Aber... Oh Gott. Nein. Alter. Hinter der Tür war gerade noch irgendwie so ein Schein. Können wir den nicht einfach auf den Kopf springen und der geht kaputt? Die Arbeiter an sich fühlen sich durch uns nicht gestört. Oh, die Slums. Aber manche werden leer gemacht, manche nicht. Hä? Okay. Manche kommen voll zurück. Ach, die werden da hinten geleert. Ah. Oh. Oh, shit. Oh, shit, weil ich gemauzt habe, ne? Sorry, Alter. Uiuiui. Laser? Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn ich durchgehe. Okay, das passiert, wenn ich durchgehe. Ganz kurz, bevor ich mich jetzt hier... Schaue. Da kommt also der Schrott her für die Slums. Das eine ist wahrscheinlich für die Slums und das andere ist für das Ameisenviertel. Das ist die Atombatterie. Ein aus. Okay. Thank you.
Okay. Okay, okay, okay. Wir können mit der Box nicht raus. Nein. Können wir ihn dazu bringen hier? Nee, der folgt ja nur, ne? Der kommt. Nee, da kommt er nicht hinterher. Also die Tonne. Nee. Okay, das geht nicht. Das ist mal ein kniffliges Rätsel. Fehlt uns vielleicht noch was von da drüben oder so? Warte mal. Ah, okay. Er schiebt die Tonne nicht rum, ne? Ah, ich dachte, ich kann die Tonne verschieben mit dem. Okay, so viel dazu. Hat ja richtig gut funktioniert. Ach, shit, ey. Bleib mal kurz hier. Ich wollte jetzt nämlich die Tonne da drunter durchschieben. Ah, warte mal. Komm mal her. Jawoll! Ah, gucke mal. Mach auf den Lachs. Sehr gut. Damit haben wir sie ja alle. Haben wir genau das, was wir brauchen. Komm mit. Komm mal her. Mach mal Platz. Schön Platz machen. Komm her. Ja, feiner. Ja, du feiner, du. Jawollo. Oh, Alter, was ist denn das für ein Ruckler gerade gewesen? Tut mir leid. Oh. Wir haben sie! Schnell! Lass uns von ihr verschwinden, bevor die Wächter auftauchen! Wir müssen Clementine diese Batterie zurückbringen. Na dann. Fix. Fix die Hops. Ach so! Ach, hier sind wir! Lul, wenn du dir mal überlegst, was für einen Weg wir zurückgelegt haben. Hier ist aber jetzt nichts mehr versteckt oder so, ne? Nee. Wenn du mal überlegst, was für einen Weg wir zurückgelegt haben. Eieiei. Within a moment, you knew me well. I could see.
Everything.